Willkommen zu diesem Video. Heute in dem Teil 1 einer Serie, die sich hier auf meinem Kanal fortsetzen wird, stelle ich euch einen Kinderwagen des Herstellers Teutonia vor. Und zwar das Modell, das ihr hier vor mir seht, ist der Teutonia BU Elite 2016. Im Grunde also das nagelneue Modell, das jetzt gerade erst rauskam, also auf den Markt kam. Wir haben jetzt Anfang Januar 2016. Wir haben den Kinderwagen schon seit geraumer Zeit vorbestellt gehabt und am exakt heutigen Tag konnten wir das gute Stück in Empfang nehmen. Wir haben einige Teile zu dem Kinderwagen dazugekauft. Das Ganze, was ihr jetzt hier seht, hat einen Gesamtwert von ungefähr 1300 Euro. Das ist schon ein bisschen mehr Holz, was wir hier auf den Tisch gelegt haben. Aber ich denke, wir haben wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Kinderwagen bekommen, so dass wir auch wirklich zufrieden sein können. Ja, fangen wir mal vorne an. In der Regel wird dieser BU ausgeliefert mit dem Buggy-Aufsatz, der jetzt hier auch auf dem Kinderwagen schon aufgesteckt ist. Dieser Buggy-Aufsatz hat den Vorteil, dass jetzt zu der 2015er Version auf jeden Fall ist das ganze Teil hier, glaube ich, etwas länger geworden. Man kann den Bügel hier entsprechend, wie ihr seht, bewegen. Ich kann den Bügel über die beiden Knöpfe hier an der Seite auch komplett entfernen und abnehmen. Ihr habt die Möglichkeit, das Verdeck hier oben seitlich nach vorne zu klappen. Der Stoff ist so ein bisschen wasserabweisen und wie ich gelesen habe, wohl auch filtert er wohl auch UV-Strahlen raus, so dass ihr euer Kind dementsprechend auch optimal schützen könnt. Link zu dem Wagen findet ihr übrigens in der Infobox zur Original-Hersteller-Website. Auf der Rückseite, wenn ich quasi mal, ich lege es mal zur Seite, nach hinten greife, dann ihr seht den Effekt gleich hier vorne. Habt ihr so eine kleine Lasche, wo ihr die Höhe der Kopfstütze ein Stück weit variieren könnt. Das funktioniert hier auch ganz gut. Auf der Vorderseite gibt es jetzt eine zweigeteilte Schnalle, um quasi, Moment, ich drücke mal drauf und nehme es mal raus. Hier seht ihr das, eine zweigeteilte Schnalle. Also ihr steckt quasi von jeder Seite ganz einfach diese Lasche hier rein, um so euer Kind entsprechend fixieren zu können. Wenn ihr dann hier unten dran zieht, dann wird das Ganze einmal insgesamt quasi etwas fester beigezogen. Ja, ihr habt dann die Möglichkeit, die Fußstütze durch die beiden Knöpfe, die ihr hier seht, quasi in der Höhe entsprechend zu variieren. Und dann zu guter Letzt gibt es hier an der Seite jeweils große graue Knöpfe. Wenn ihr da drauf drückt, habt ihr die Möglichkeit, diesen Buggy-Aufsatz hier auch einmal komplett zu entfernen. Und das tun wir jetzt mal. Ich stelle das Ganze zur Seite. Was ihr jetzt hier schon seht, ist ein Zubehörteil, das wir uns dazu bestellt haben. Und zwar ist es ein Maxi-Cosi-Aufsatz. Ich mache das hier mal hoch. Dann seht ihr das Ganze. Der Riesenvorteil von der Geschichte ist, dieser Maxi-Cosi-Adapter, der ist fest verbaut, wird einfach eingeklappt und bleibt am Kinderwagen dran. Heißt, ihr habt diesen Adapter immer und überall, wo ihr den Wagen dabei habt, dabei. Könnt den also nicht vergessen. Wir hatten uns vorher einen Wagen von ABC Design angeschaut und da, der hatte den für uns entscheidenden Nachteil, dass dieser Adapter hier quasi nicht fest verbaut war und man den immer dran stecken musste und auch wieder abstecken musste, wenn man ein anderes Teil drauf bauen wollte. Das ist hier nicht der Fall. Ich greife jetzt gerade mal hinter mich. Da haben wir einen Maxi-Cosi stehen. Das ist ein Standardmodell der Pebble. Ich mache das mal ein bisschen zur Seite, dass ihr das besser seht. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Maxi-Cosi hier einfach seitlich drauf zu schnallen. Das geht verhältnismäßig einfach. So ein bisschen gucken muss man, dass es in die Flucht passt. Jetzt hat es geknackt, habt ihr gehört. Und der Pebble, der Maxi-Cosi, sitzt hier oben fest auf dem Wagen drauf. Ja, um den wieder zu lösen, könnt ihr hier, sind so graue Knöpfe am Maxi-Cosi selbst, da einfach raufdrücken und dann den Maxi-Cosi wieder entfernen. Das ist also schon mal eine sehr, sehr schicke Sache, wie ich finde. Ja, ich klappe das wieder ein. Dann haben wir dazu gekauft, ich greife hier ein bisschen zur Seite, eine Babyschale. Das ist diese hier. Ich klicke die Babyschale mal rein und lege die Wanne mal rein. So, da habt ihr das Klacken gehört. Jetzt ist die Babywanne hier im Kinderwagen drin. Ihr habt hier oben einen schönen gummierten Griff. Im Übrigen, die Farben an dem Kinderwagen sind komplett frei wählbar. Das heißt, ihr könnt die Innenfarbe des Stoffes, die Außenfarbe des Stoffes, die Farbe des Rahmens, die Farbe der Reifen, die Farbe des Bügels, den ihr eben gesehen habt an dem Buggy-Teil, komplett frei variieren. Das ist, denke ich, auch der Hintergrund, dass die Lieferung einfach etwas länger dauert. Aber ihr habt einen komplett personalisierbaren Wagen. Ihr könnt dieses Verdeck hier einmal komplett nach hinten klappen bzw. variieren, wie man hier schön sieht. Hier oben habt ihr einen leichtgängigen
Reißverschluss dran, um das Ganze hier einfach zur Seite zu klappen. Und dann ist im Lieferumfang von dieser Babywanne schon drin, hier so eine kleine gepolsterte Auflage, damit euer Kind auch dementsprechend weich liegt. Es gibt noch ein paar andere Varianten, zum Beispiel eine Softtasche, die man dann auf den Kinderbuggy, wenn man ihn komplett quasi flach liegt, einfach reinschieben kann. Wir haben uns hier für diese Variante entschieden, weil wir, ja, weil uns das einfach so vom Konzept her besser gefallen hat. Okay, ihr klickt das Ganze hier dementsprechend jetzt einmal wieder raus. Und zwar, das ist ein bisschen anderer Mechanismus. Ihr habt hier an der Seite jetzt also keine großen Taster wie bei der Geschichte eben, sondern auf der Unterseite, also auf der Rückseite von der Babyschale, findet ihr einen Schalter. Den müsst ihr ziehen und dann könnt ihr das Ganze entfernen. Ich zeige euch das mal. Das sieht so aus. Hier gibt es also diesen Schalter, ja, und den zieht ihr einfach und dann könnt ihr die Schale wieder dementsprechend entfernen. So, das klickt jetzt hier oben wieder ein und man sieht, man kann diese Babywanne hier wirklich wunderbar tragen. Wir haben uns hier für so einen Anthrazitton entschieden, der hat uns sehr, sehr gut gefallen. Okay, ich stelle das auch mal zur Seite und dann schauen wir uns an. Wir haben noch ein paar andere Teile dazu gekauft. Einmal einen Beinsack. Der verwendet wird in Kombination mit dem Buggy-Aufsatz. Der ist dafür da, um die Beine einfach von dem Baby warm zu halten. Das ist jetzt hier der Lammfell-Sack, den wir gekauft haben. Den gibt es aber auch synthetisch, also quasi in so einer Art Mikrofaser. Der war auch nicht billig. Ich glaube, allein der hat irgendwie 250, 300 Euro gekostet, also relativ teuer. Aber ja, was tut man nicht alles für sein Kind? Dann haben wir noch dazu gekauft, hier so einen kleinen Muff, der nennt sich, glaube ich, Polarbär oder irgend sowas in der Richtung. Das seht ihr hier, den macht man einfach hier oben einmal um den Lenker drum. Der hat dann Druckknöpfe, wird also hier mit Druckknöpfen dementsprechend befestigt. Ja, und das hat für euch den Vorteil, dass ihr im Winter, also hier gibt es noch mehr Druckknöpfe, auch komplett an der Seite. Aber wie gesagt, es folgen die drei Reviews, da zeige ich euch das nochmal wirklich im Close-Up ganz im Detail. Dann könnt ihr hier einfach während der Fahrt eure Hände warm halten, ohne dass ihr Handschuhe tragen müsst. Ja, das haben wir noch dazu bestellt. Und dann noch einen kleinen Sonnenschirm. Der ist sehr einfach gebaut. Hier sieht man das, der Schirm wird einfach aufgeklappt und wird dann hier mit so einer Klammer, mit der Schraube an der Seite des Kinderwagens dementsprechend befestigt. Der ist auch ein bisschen, ja, eine Feder, damit er die Stöße so ein bisschen abfedert. Und oben ist auch noch so ein biegsames Element. Hier sieht man es vielleicht, so ein bisschen was Helles, um den Schirm später auch in entsprechender Position dann biegen zu können. Okay, kommen wir mal zu dem Kinderwagen selbst. Ihr habt hier oben die Möglichkeit, ich bin zum Beispiel auch relativ groß, den Bügel nach oben und unten zu variieren, damit ihr den Wagen auf gewünschter Höhe sehr, sehr gut fahren könnt. Eine Änderung zum alten 2015er Modell ist die Bremsanlage. Ihr habt jetzt, wenn der Wagen quasi geparkt wird und die Bremsen verriegeln sollen, drückt ihr einfach diesen grauen Knopf hier. In dem Moment habt ihr gesehen, die Reifen hinten sind jetzt verriegelt. Das ist auch ein geschlossenes System, das sieht man hier. Das ist also, da kann kein Schmutz reinkommen. Das Ganze ist jetzt hier verriegelt. Und wenn ihr die Bremse wieder lösen möchtet, dann habt ihr hier so zwei Ohren, ja, und die bewegt ihr einfach einmal nach vorne und schon ist die Bremse wieder gelöst. Also Parkposition, Bremse lösen. Das hat uns ganz gut gefallen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr hier diese grauen Laschen einmal zieht, den Bügel auf die andere Seite zu packen. Wenn ihr ja, im Prinzip mit den großen Rädern quasi nach vorne fahren möchtet, unbefestigte Wege, beziehungsweise wird das Ganze auch dann interessant, wenn ihr den Wagen einklappen möchtet, dann muss dieser Bügel nämlich auf dieser Position hier stehen. Dann habt ihr die Möglichkeit, nicht die kleinen Laschen zu drücken, sondern einmal hier unten die großen schwarzen. Und sobald ihr da dran zieht, könnt ihr den Kinderwagen, wie ihr hier seht, einmal nach unten einklappen. Man kann das jetzt hier so ein bisschen fixieren und dann liegt der Kinderwagen selbst auf dem Boden. Der hat hier unten auch so ein paar Plastikfüßchen, so dass der jetzt nicht in irgendeiner Form mit dem Gelenk auf den Boden knallt. Hier habt ihr so eine Transportsicherung. Die kann man einfach dann hier zur Seite klappen, den Kinderwagen hochheben und das war's. Ja, in der Detail-Review werde ich den Kinderwagen für euch nochmal wiegen. So gefühlt ist er nicht extrem schwer. Man kann ihn also problemfrei
hochheben. Maximalbelastbarkeit von dem Wagen sind 15 Kilogramm. Die Reifen, die hier verbaut sind, sind so Luftkammerreifen. Das heißt, da sind also keine Schläuche drin, wo ihr euch einen Platten fahren könnt. Die sind quasi mit Luftkammern befüllt und müssen dann auch nicht mehr aufgepumpt werden. Ja, ich mache das mal zurück, dann sieht man es besser. Hier auch die Möglichkeit, diese Reifen hier vorne mittels diesem Adapter bzw. diesem grauen Einstellrädchen hier, das legt man einfach zur Seite und dann lockt das Rad quasi hier einmal in der Mitte und ich zeige das euch einmal, es dreht sich quasi, es wackelt nicht mehr nach der Seite, so dass ihr ja sozusagen hier auch auf nicht wirklich befestigten Wegen sehr gut unterwegs sein könnt. Ich glaube, es gibt, die kann man auch noch abstecken, quasi nochmal so eine zwei Reifen, so wie die hintere Größe, die man hier vorne noch dann dran bauen kann, die sich auch dann nicht seitlich bewegen, wenn man hier nochmal mehr Stabilität haben möchte. Aber das, wie gesagt, ist ein entsprechendes Zubehörteil. Ja, es kommt noch in so einem kleinen Beutel hier ein Regenschutz, den man mitverwenden kann, um quasi ja, den Kinderwagen vor Nässe zu schützen. Und das war's auch im Großen und Ganzen.